Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder hier bei The Sims 2. Ich sollte aufhören damit. Und dementsprechend natürlich wieder bei unserer süßen Mausi, Romy. Und sie chillt hier noch 6 Uhr in der Früh vor ihrer Waffel, die sie sich gönnen kann. Nein, ich möchte es nicht weglegen. Ich möchte es essen. Unser Ziel heute ist auf jeden Fall, einen Job zu bekommen. Mal gucken, ob wir heute was finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die großartige Resonanz auf den ersten Part. Ich kann verstehen, dass ihr gerne mehr Parts wollen würdet, aber es ist halt leider einfach nicht möglich. Aber mir macht es auch sehr viel Spaß und wie gesagt, ich freue mich so, so sehr. Und ja, also ich freue mich so sehr, das hier alles zu erkunden. Und ich finde es schön, dass ihr da auch Bock drauf habt. Aber wir kriegen auf jeden Fall schon Post, das ist gut. Denn die brauchen wir für einen Job. Auch wild, dass sie das einfach hier so hinlegen. Job suchen bitte. Vielleicht findet sie ja heute was. Medizintechnikerin. Hör mal, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Glaube ich, nehme das an. Glückwunsch zum neuen Job. Die Fahrgemeinschaft kommt um 7. Nice, wir haben einen Job. Da ist ein Wauwau. Hi, look at you. Oh, er ist so süß. Njo. I love it so much. Wir brauchen auf jeden Fall früher oder später ein Tier. Weil sonst, also ich brauche das in meinem Leben hier. Das ist zu süß. Liebhaben. No. Das ist so süß, ich meine. No. I love it. Wir brauchen einen Fellfreund. Oh, der findet uns geil. Lass mal mit dem reden. Ach, das ist Christoph. Mit dem hatten wir ja schon zu tun, ne? Der ist Pizzalieferant oder was? Schaut so aus. Wollen wir ihn mal abchecken? Mal gucken. Findet er das nice? Oh, nee, nicht so. Dann redet doch miteinander. Oh no, sie wünscht sich Welpen zu bekommen. Süß. Paarberatung lernen, was? Man kann nach Wünschen fragen. Spannend. Aber die verstehen sich ja grundsätzlich eigentlich ganz gut. Wir flirten vielleicht später nochmal. Aber er fand uns ja auf jeden Fall attraktiv. Also, ich glaube, er ist nur noch nicht ready. Oh, da geht was ab. Was denn? Was ist das? Ah, das ist unsere... Ach so, Post einfach. Mein Wunsch, flirten. Meiner ja auch. Also, ne? Vielleicht wird das hier mit uns noch was. Mal gucken, was wir hier für Post bekommen haben. Das sind schon Rechnungen? Ich dachte, die kommen erst montags. Oh Mann, ey. Die reden mal ein bisschen weiter. Ich will, dass die halt richtig gut befreundet sind. Im Apartment scheint alles in Ordnung zu sein. Da gibt es ja nichts für mich zu tun. Okay. Sollen wir mal pfeifen? Wie wär's? Vielleicht findet er das ja nice. Der Blitz heißt geringe Chemie. Oh, das findet er nice. Christoph um Date bitten. Vielleicht checken wir nochmal ihn ab. Er ist jetzt, glaube ich, offiziell unser Freund. Ja, ein Freund. That's good. Sim abchecken und vielleicht umgarnen. Mal schauen. Wenn er das mag, gerne. Sie hat auf jeden Fall Bock auf ihn. Ja, läuft bei den beiden gerade, ne? Dann können wir ihn ja auch einfach mal um ein Date bitten. Damit kenne ich mich ja jetzt noch gar nicht so aus. Wir haben jetzt so ein Zeitlimit, wie lange das geht. Und dann geht es darum, wie gut das ist. Steh bloß. Wertschätzen. Rückenkraulen. Zweideutige Anspielung. Spannend. Mit Christoph essen gehen, mit Christoph spielen, Christoph unterhalten. Steh bloß tanzen. Na gut, dann gönnt euch mal. Das gefällt ihm auch. I love it. Nice, das erhöht das auf jeden Fall ein bisschen. Und sie tanzen jetzt Stehblues. Ich bin sehr froh, dass ich diese Musik- und Tanzaktivität ausprobiert habe. Nice. Oh, das ist süß. Hier, lass mal eng tanzen. Oh, er will das nicht. Naja, okay. Ich würde gerne, dass sie vielleicht was kocht und ihn dann zum Essen quasi einlädt. Hier, Sandwiches. Das klingt doch ganz gut. Wie detailliert einfach dieses Essen ist, ne? Ich liebe es. Er schaut ihr einfach zu. Oh, es regnet sogar. Ich hoffe, er gönnt sich jetzt auch seinen Teller. Jawohl. Als ob er jetzt schon geht. Was ist seine Mission? Das Telefon klingelt. Es ist jedes Mal sie, ne? Wir haben noch nicht mal dieses Grundstück jemals verlassen und trotzdem ist schon so viel passiert in diesem Let's Play. Es ist zu wild einfach. Sie möchte hier eng mit Christoph anfreunden. Das ist eine gute Idee. Dann soll sie hier bitte aufräumen. Ich weiß noch nicht mal, was hier geschehen ist, bin ich ehrlich. Also sie hat noch 27 Tage, bis sie Rentnerin wird. Also, ja. Also es wird auf jeden Fall interessant. Ich will mal gucken, was Fotos bestellen heißt. Weil irgendwie bin ich mir sehr unsicher dabei. Besorgt dir ein Album, um deine Erlebnisse mit Freunden zu teilen?
Naja, dann kann sie mal ein bisschen Fernsehen noch am Abend. Ein bisschen Chillomillo. Wir haben gar kein Licht in dem Raum. Dann wird's ja Zeit. Ich habe als Kind immer schlimmer TV angemacht, damit die Kochfähigkeit lernen. Wer hat behauptet, Fernsehen macht dumm? Romy hat sich einen Kochpunkt verdient und kann jetzt ein neues Gericht zubereiten. Nice. Hier Nudeln mit Käsesoße ist auf jeden Fall neu. Und ich glaube Spaghetti auch. Romy hat genug Begeisterung für Kochkunst entwickelt. Nice, das kann sie mit anderen sogar darüber reden. Ich denke, es wird Zeit, schlafen zu gehen. Das mit den automatischen Lichtern funktioniert übrigens nicht so gut. So langsam sollte sie vielleicht aufstehen, damit sie es noch schafft, bevor der Fahrdienst kommt. Dass sie hier nochmal was isst und so. Weil ich meine, um 7 geht es dann ja schon los, ne? Dann ist ihr erster Tag, wo sie arbeitet. Ich denke, das mit dem Album hat dann damit zu tun, wenn man hier Fotos macht. Eventuell haben wir ja gleich noch Zeit, um das kurz zu machen. Aber ich glaube, sie macht das schon ganz gut bisher. Drücke die C-Taste, um ein Motiv zu wählen. Kann ich mich selber fotografieren? Wild. So, auf geht's. Oh, sie sieht gut aus. Oh, es ist ein Krankenwagen tatsächlich. Na dann, auf geht's. Die gucken sich an. Was ist da los? Viel Spaß auf der Arbeit. Oh, oh, oh. Romy wird darum gebeten, einen Untersuchungsraum zu reinigen, in dem sich Kadetten der Militärschule eine Lebensmittelschlacht geliefert haben. Der ganze Raum ist mit zermatschten Kartoffeln, Wackelpudding und anderen undefinierbaren Substanzen eingesaut. Romy kann sich den ganzen Tag mit Schrubben verbringen oder die Arbeit an den Wachdienst abdrücken. Ich denke, sie macht es einfach. Es ist nicht gerade einfach, einen Untersuchungsraum zu reinigen. Nach mehreren Stunden Arbeit regiert in Untersuchungsraum 5 immer noch das Chaos. Und Romy hat ihre Laborarbeit immer noch nicht erledigt. Romy wird von ihrem direkten Vorgesetzten mit einem Tag Verdienstausfall bestraft. Kritisch. Aber ja, es ist halt schwierig, ne? Diese Aufgaben sind sowieso sehr, sehr schwer. Weil entweder man hat Glück und wählt das Richtige oder halt nicht, ne? Aber immerhin wurde sie nicht gefeuert. Romy ist kontaktfreudig und hat heute einen neuen Arbeitskollegen mitgebracht. Gunnar Johnston. Hi. Klar, wir können nie genug Freunde haben, wa? Oh, look at her. Sie sieht ja cool aus. Rabea Fuchs. Wow. Da ist Christoph. Ha? Der ist auch ständig hier, ne? Oder wohnt der hier? Oh, der wohnt hier. Lol. Da ist nochmal eine Zeitung. Telefon. Sie muss auf jeden Fall einen Freund haben. Ach nee. Sie muss noch keinen Freund haben, aber Sauberkeit muss sie besser leveln. Für ihren Job. Es ist schon wieder sie. Was ist mit ihr? Wie heißt sie nochmal? Ellie. Immer ruft Ellie an. Kann sie Kreuzworträtsel lösen? Das wäre ziemlich cool. Es gibt bestimmt Logik. Und wenn du fertig bist, kannst du direkt recyceln. Und danach reden wir über Interessen, ein bisschen tratschen. Was ist seine Mission? Hier, ich habe ihn von irgendwas abgehalten anscheinend. Ich kann grillen. Haben wir hier irgendwo einen Grill? Oh, jo, hier ist ein Grill. Wir können aber nur Hotdogs machen. Aber wir haben ja auch noch Essen. Oh, wir haben uns angefreundet. Und damit ist ihr Wunsch erfüllt. Wie schön. Stimmt, man kann dann ja hier auch noch Belohnungen und so bekommen, ne? Geldbaum. Was war das hier nochmal? Ach, das erhöht dann die Stimmung, ne? Stimmt. Gripsmilch vom Bubi habe ich auch öfter gekauft, weil das ziemlich schlau ist tatsächlich. Das erhöht die Chance, Fähigkeiten, also die Möglichkeit, Fähigkeiten schneller zu dingsen, zu lernen. Oh, der Liebes-Whirlpool. Ich würde tatsächlich einfach mal den Geldbaum holen, weil warum nicht? Oh mein Gott, da ist die Kuhpflanze. Kuhpflanze, krass. Ah. Es gibt so viel cooles Zeug. Ich bin so gespannt, Leute. Gießen und dann Simoleons ernten. Oh, er ist mit uns. Wie schön. Dann könnt ihr euch ja ein bisschen unterhalten. Zuprosten. Woo! Yay! Oh, jede Interaktion in diesem Spiel ist einfach so schön. So, und sie erntet jetzt ein paar Simoleons. Was ist da los? Warum kämpfen da Sims? Okay. Die scheinen sich nicht so gut zu verstehen. Hier ist Christoph. Ich würde auf jeden Fall nochmal mit ihm quatschen. Vielleicht Händchen halten? I don't know. Also, maybe ist das ja eine Sache, die er mit uns machen würde. Yay! Süß! Wir könnten ihn theoretisch auch schon küssen. Aber ich glaube, das bewahren wir uns lieber erstmal auf. Weil wir können ihn anmachen. Rar. Oh, dann können die sich auch kennenlernen. Wie süß, man kann sich gegenseitig vorstellen. I love it. So, sie macht auf jeden Fall hier noch sauber. Oh, das macht sie schon von selber. Na dann. Ich hoffe, sie erreicht bald mal das Level dazu. Es ist schon spät, ich mache jetzt die Düse. Ja, kein Ding. Dann geh mal schlafen, Süße. Oh, wir haben bei Christoph jetzt schon das Verknallt-Merkmal. Süß. So,
Simoleons ernten und bitte gießen. Sie möchte Christoph besuchen. Das können wir auf jeden Fall mal tun. Er wohnt ja hier drüben. Aber das schaffen wir, glaube ich, in diesem Part nicht mehr. Aber der Wunsch bleibt ja bestehen. Dann kann sie noch das Bett machen. Wir brauchen nämlich wirklich diesen Sauberkeitspunkt. Sie hat schon wieder Geld bekommen vom Baum, ey. Krass, ey. Ach ja, heute kommt die Fahrgemeinschaft ja nicht. Da war ja was. Die haben mich ja suspendiert für heute. Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Weil sie geht jetzt doch. Ach, keine Ahnung. Soll mir egal sein. Da kommt sie auch schon nach Hause. Oh, sie freut sich. Süß. Sind schon wieder Rechnungen, hä? I don't get it. Ich dachte nur einmal die Woche. Aber jetzt ist irgendwie jeden Tag. Hä? Da ist noch Larissa Bär. Die können wir auch auf jeden Fall begrüßen. Die sieht nämlich sehr nett aus. Larissa ist weg. Schade, Marmelade. Aber an der Stelle beende ich dann auch den Part. Irgendwie geht das hier so schnell vorbei. Also ich nehme schon wieder eine Dreiviertelstunde auf. Also, ja. Das zeigt ja auch nur, wie viel Spaß ich habe. Und wie toll es ist, dieses Spiel halt zu erkunden. Und dabei, wie gesagt, sind wir bisher nur auf diesem einen Grundstück gewesen. Vielleicht gehen wir nächstes Mal weg. Wir wollen ja auf jeden Fall Christoph mal besuchen. Ich habe mir das auch jetzt eingeloggt, dass es auf jeden Fall bleibt. Und dann schauen wir mal, wie das dann so alles wird, ne? In Zukunft hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss!